Willkommen zu meiner Fotoreise durch die Dolomiten. Ich war 5 Tage unterwegs und habe meine Top 5 Spots für euch zusammengefasst. Den Pragser Wildsee habe ich umrundet und zum Sonnenuntergang sowie zum Sonnenaufgang geshootet. Das Wahrzeichen der Dolomiten, die drei Zinnen, habe ich ebenfalls umrundet und durfte verschiedene Wetterverhältnisse kennenlernen. An den Cinque Torri war ich zu Sonnenuntergang sowie zum Sonnenaufgang unterwegs. Auf dem berühmten Cicheda war ich mit meinem Mountainbike unterwegs. Ich habe oben auf dem Berg übernachtet und konnte Sonnenuntergang sowie Sonnenaufgang fotografieren. Einer meiner Lieblingsspots überhaupt, die Seiseralm. Hier konnte ich einen wunderschönen Sonnenaufgang erleben. Und jetzt viel Spaß bei meinen 5 Lieblingsspots der Dolomiten. Ciao ragazzi, servus zusammen. Mein Name ist Martin Sachsenweger. Ich bin heute wieder unterwegs, um schöne Fotos zu machen. Nicht nur heute bin ich unterwegs, um schöne Fotos zu machen, sondern die ganze Woche. Deswegen sage ich auch Ciao ragazzi. Ich habe es in meinem letzten Video ja bereits angekündigt. Ich bin auf meiner jährlichen Dolomiten-Rundtour, habe mir also eine Woche hier verschiedene Motive, verschiedene Ziele gesetzt, die ich fotografieren möchte. Und diesmal werde ich es ein bisschen anders machen. Statt ein langes Video mit allen Spots werde ich pro Tag ein kleines, kurzes, knackiges Video zum jeweiligen Spot machen. Und ihr dürft mich dabei begleiten. Da freue ich mich ganz besonders drauf. Ich bin jetzt hier an meinem ersten Ziel angekommen, bin heute Morgen früh losgefahren, München Richtung Bruneck bzw. Pragser Wildsee. Das ist der See hier hinter mir, für diejenigen, die ihn noch nicht kennen. Ich nenne ihn auch sehr, sehr gerne Lake Instagram, weil hier einfach extrem viel los ist, sogar 2 Stunden vor Sonnenuntergang. Ich habe mir heute vorgenommen, erstmal um den See zu wandern. Das habe ich nämlich das letzte Mal nicht geschafft, weil die Wetterbedingungen echt schlecht waren. Heute sieht es aber schön aus. Wir haben einen leicht bewölkten Himmel, könnte also auch ein schöner Sonnenuntergang werden. Geparkt habe ich hier am Parkplatz P2. Abendtarif hat jetzt 6 Euro gekostet. Ich glaube, damit kann man leben. Ende offen, also das kann auf jeden Fall noch ein schöner Fotoabend werden. Den Sonnenuntergang möchte ich fotografieren. Hier hinten kann man es sehen. Hier hinten an dieser Hütte, an dieser Bootshütte, ganz bekannt. Da werde ich mich nachher um den besten Platz schlagen, prügeln mit den anderen Fotografen. Und aktuell sieht es wirklich noch sehr, sehr gut aus. Und da freue ich mich schon auf das Bild. Ich werde jetzt aber meinen Rundweg hier um den See antreten und hoffe dabei auch noch auf ein paar schöne Bilder, ein paar andere Perspektiven und freue mich, wenn du mich dabei begleitest. Also bis später. Okay, ich habe jetzt circa die Hälfte der Seeumrundung hinter mir. Bin jetzt quasi am gegenüberliegenden Ufer und guck mal hier, finde ich total geil. Ich zeige es mal ein bisschen näher. Hier war aber jemand richtig fleißig. Krass, was denn hier passiert, ey. Wie kann man denn so viele Steine hier übereinander stapeln? Das ist ja mega cool, oder? Ich finde ein cooles Motiv. So, ich bin jetzt hier wohl am höchsten Punkt dieses Rundweges angekommen. Falls jemand von euch vorhat, hier mal mit dem Fahrrad hoch und runter zu fahren oder rumzufahren, da kann ich auf jeden Fall von abraten, weil hier doch viele Stufen sind. Stufen und es geht relativ steil hoch und runter. Aber ansonsten ist das Ambiente und die Aussicht hier ist wirklich sehr, sehr schön.
Also ich habe jetzt tatsächlich 1,5 Stunden gebraucht für die Umrundung. Wir haben jetzt 6:30, halbe Stunde Sonnenuntergang. Ich musste mich aber jetzt trotzdem noch ein bisschen beeilen. Bin ganz schön gespurtet jetzt die letzten 500 Meter, weil ich bin jetzt hier an dieser wunderschönen Bootshütte, total fotogen. Und sieht so aus, dass jetzt auf der gegenüberliegenden Seite der Berg langsam, ja, dass die Sonne quasi langsam verschwindet. Also aktuell ist der Berg bzw. die Bergspitze noch in der Sonne. Und das war eigentlich mein Ziel, das zu fotografieren. Und ich fürchte, wenn ich ein paar Minuten später hier ankommen würde oder angekommen wäre, dann wäre die Sonne weg. Das wäre natürlich nicht so schön. Es ist jetzt keine Wolke mehr im Himmel, also wolkenloser Himmel. Und ja, mei, wir machen jetzt das Beste draus. Ich habe ja noch nie die Bergspitzen hier überhaupt gesehen. Letztes Jahr war hier total Nebelsuppe und Regen und jetzt sieht es richtig schön aus. Ich werde jetzt aus der Hand fotografieren, habe meinen Weitwinkel wieder draufgepackt, um einfach so das gesamte Panorama noch mal ein bisschen drauf zu kriegen. Und ich werde ohne Stativ arbeiten, also sprich mit relativ kurzer Verschlusszeit, weil die Bötchen noch alle auf dem See sind. Also früh morgens, bevor diese ganzen Bötchen auf dem See sind, kann man wunderbar eine Langzeitbelichtung machen, mit schönem, ruhigem Wasser, glatt gezogen. Aber jetzt am Abend bietet sich das nicht an, weil hier sind mindestens noch 20 Bötchen auf dem Wasser und die würden alle verschwimmen, wenn ich hier länger wie eine Viertelsekunde belichten würde. Also ich fange jetzt an, ich schieße jetzt einmal los. So, und ich würde sagen, hochkant ist hier das Ziel. Gefällt mir super. Was ich aber jetzt vielleicht nochmal machen werde, ist mein Polfilter aufzuspannen. Mein Nisi V6 Filterhalter System, aber ohne ND-Filter, also nur den Polfilter, um vielleicht noch ein bisschen das Wasser zu entspiegeln. So. Wir bleiben bei Hochkant. Oh ja. Krass. Schön. Perfekt. Hier oben ist noch so ein Ast im Weg. Gehen wir so runter. Zack. Geil. Also das ist mal richtig fett, obwohl keine Wolken am Himmel sind. So. Aber ich finde das eigentlich ganz nice mit den ganzen Bötchen. Ist echt schön. Vielleicht noch mal eins in quer. Oh ja, sieht aber auch gut aus. Ja, Wahnsinn. Wieso immer hochkant? Quer ist genauso geil. Zack. Total krass gerade, weil oben der Himmel ist so hell, so weiß. Und hier unten ist schon recht dunkel. Aber es sieht richtig schön aus. Ich bin jetzt auf Blende 8. ISO 200 und habe jetzt auf Autofokus Stabilizer oder Stabilisator an. Ja, sieht schon geil aus. So können wir es machen. Zack. Also schaut mal, so schaut es hier gerade aus. Die Bötchen kommen jetzt gerade langsam alle Richtung Hafen. Vielleicht sieht es dann nachher nochmal richtig nett aus. Dann würde ich vielleicht nochmal eine Langzeitbelichtung versuchen. Und schaut mal, das meine ich hier oben, wie geil das ausschaut. Das ist schon ein tolles Panorama, ne? Ja, man muss hier auf jeden Fall noch ein bisschen aufpassen. So, und was jetzt gerade richtig schön ist, dass die Boote gerade wie an so einer Schnur hier aufgehangen werden und so eine richtig schöne führende Linie bilden und dass jetzt eigentlich echt wenig Boote noch auf dem Wasser sind. Also das genauso habe ich es mir jetzt vorgestellt. Ist gerade echt perfekt, muss man sagen. Da bin ich jetzt gespannt auf die Langzeitbelichtung. Ich werde jetzt alles schon mal dafür vorbereiten und dann kann es losgehen. Also schaut mal, so stelle ich mir das in etwa vor.
Ich bin jetzt hier etwas oberhalb dieser Bootshütte. Die Bötchen sind jetzt hier alle so schön aufgereiht. Echt mega. Und oben strahlt immer noch ein bisschen die Sonne den Berggipfel an. Also wirklich mega schönes Ambiente. Es ist eigentlich auch gar nicht so viel los hier, muss ich sagen. Außer so 5-6 Leute. Finde ich für einen Samstagabend, ehrlich gesagt, total entspannt. Ich habe es mir jetzt hier auf jeden Fall gemütlich gemacht. Ich muss mal ein bisschen aufpassen. Es geht hier doch ein bisschen runter und ist alles schon ein bisschen abgetrampelt hier. Habe auch mal meine Maske jetzt mal angezogen, weil hier die ganze Zeit Leute hinter mir hin und her klettern und kraxeln. So wie er jetzt zum Beispiel. Wenn ihr Glück habt, dann seht ihr gleich noch einen kleinen Sturz. Nee, haben wir leider kein Glück gehabt. Doch kein Sturz. Ich habe jetzt mal eine Langzeitbelichtung ausprobiert. Das sieht auch richtig, richtig geil aus. Aber es sind immer noch ein paar Boote auf dem Wasser. Das heißt, ich muss noch ein bisschen warten. Also ihr Lieben, ich habe meinen Shot hier heute Abend im Kasten. Ich bin unglaublich happy. Es hat genauso geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Mein Gott, was für ein schöner Abend hier am Praxer Wildsee. Ich werde jetzt zurück ins Hotel fahren und wenn das Wetter es zulässt, werde ich hier morgen früh nochmal shooten. Ich hoffe, drückt mir die Daumen, dass es ein bisschen neblig wird, ein bisschen Wolken vielleicht, ein bisschen moody. Das wird mir gut gefallen, weil wolkenlosen Himmel, den hatte ich ja jetzt schon. Also ich verabschiede mich hier für heute Abend und seid gespannt, wie es morgen früh weitergeht. Guten Morgen zusammen. So, wir haben 5.45 Uhr. Und ich habe jetzt gerade mal aus dem Fenster geschaut, wie es ausschaut. Also es regnet nicht. Es ist aber anscheinend neblig oder auf jeden Fall stark bewölkt. Und das hatte ich mir erhofft. Und ich hoffe, das ist auch 15 Kilometer weiter am Praxer Wildsee noch so. Und deswegen werde ich mich jetzt auf den Weg machen. So Leute, ich bin jetzt am Praxer Wildsee angekommen. Praxer Wildsee angekommen. Hab wieder auf dem gleichen Parkplatz geparkt, wo ich gestern Abend geparkt habe. Und wir haben jetzt 6.20 Uhr. Sieht echt nett aus da oben. Vielleicht sieht man's. Und was ich noch sagen wollte ist, solltet ihr mit dem Auto anreisen hier zum Praxer Wildsee, dann müsst ihr beachten, dass der Pass, also dass die Straße im Sommer gesperrt ist, wegen sehr, sehr hohem Andrang. Meistens irgendwie ab Juni bis Mitte September. Und ich wusste das noch aus dem letzten Jahr, deswegen habe ich jetzt meine Reise so geplant, dass ich genau eine Woche später auch hier ankomme. Und deswegen kann man jetzt auch mit dem Auto bis vorfahren. In ganz krassen Zeiten muss man sogar einen Parkplatz hier vorreservieren. Sonst bekommst du hier oben überhaupt keinen Parkplatz mehr, obwohl hier echt Tausende sind. Aber die sind dann alle belegt. Also da kann man mal sehen, was das für ein Touristenmagnet hier ist. Der Praxer Wildsee. Wenn alle Parkplätze belegt sind, dann kann man entweder mit den Öffentlichen hier anreisen oder man parkt im Tal. Da gibt es dann einen Shuttlebus. Das nur so als kleine Information. Jackpot, Leute.
Schaut euch das mal an, wie geil das ist. Hoppala. Also wir haben wirklich gerade perfekte Bedingungen, wenn man so möchte. Der Himmel ist bewölkt, es sieht richtig schön moody aus. Aber wir haben hier genau diese eine Wolke oder diesen Nebelschwaden, der sich da versteckt. Das finde ich großartig, sieht richtig klasse aus. Die Bötchen sind jetzt gerade auch richtig schön getrieben, also so wie so eine kleine Kette. Und aktuell ist es noch, eigentlich ist es nicht mehr so ruhig, wenn man sieht, ein paar Fotografen sind hier und ein Fotoworkshop ist, glaube ich, gerade angekommen. Aber ansonsten bin ich hier eigentlich fast alleine hier oben auf meinem Berg. Und ich freue mich jetzt riesig. Jetzt kann ich noch so ein bisschen hier die Stimmung einfangen und ein paar schöne Shots machen. Auf dem See selber ist leider gar kein Nebel. Das hätte ich mir jetzt noch so als i-Tüpfelchen gewünscht, dass hier noch so ein leichter Nebelschwaden auftaucht, aber es ist ja nicht so dramatisch. Sonne geht in ca. 30 Minuten auf. Vielleicht verfärbt sich noch irgendwas, vielleicht reißt irgendwo noch was auf. Ja, schauen wir mal. So könnt ihr das sehen, jetzt langsam beginnt hier die Thermik im See, also sprich der See wird etwas unruhiger und das macht es natürlich schwieriger jetzt mit der Langzeitbelichtung, da sich ab jetzt die Boote wieder ein bisschen mehr bewegen. Man sieht es eigentlich auch ganz schön, die sind jetzt nicht mehr wie an einer Kette, sondern die positionieren sich gerade ein bisschen zusammen. Kann auch schön sein. Stimmung ist auf jeden Fall immer noch sehr nice. Ich habe wieder meinen Nisi V6 Filterhalter aufgespannt mit dem Verlaufsfilter und in diesem Falle ist es so, mir gefällt es ehrlich gesagt besser, wenn der See nicht entspiegelt ist, sondern wenn er sich tatsächlich spiegelt. Irgendwie wirkt das ruhiger auf mich. Ja, hallo nochmal. Ich habe jetzt hier noch einmal meine Position gewechselt. Bin jetzt hier an einer anderen Stelle des Ufers und habe jetzt meine Kamera ein bisschen seitlich auf das Bootshaus ausgerichtet. Ich zeige euch jetzt mal den Bilderschnitt. Ja, und zwar finde ich es hier eigentlich total schön. Man hat hier dieses Bootshaus rechts im Bild und links diese Kirche. Gefällt mir sehr gut. Die Boote sind jetzt mittlerweile eingeholt worden. Also sie werden jetzt gerade parat gemacht zum Ablegen, wenn jetzt gleich die Touristenströme hier ankommen. Noch hält es sich tatsächlich in Grenzen. Ja, und der Himmel, ja, also viel ist da jetzt nicht rauszuholen. Na, wobei so ein bisschen, doch, da ist was Blaues, ist auch schön. Ich würde aber sagen, für mich war es das jetzt hier heute Morgen am Pragser Wildsee. Also gestern Abend und heute Morgen ein paar richtig schöne Shots hinbekommen. Unterschiedliche Stimmungen, besser hätte es eigentlich kaum sein können. Ich werde jetzt zurück ins Hotel fahren zum Frühstück. Und danach geht es weiter zum zweiten Teil meiner Reise. Heute Abend fahre ich zu den drei Zinnen, beziehungsweise heute Nachmittag fahre ich zu den drei Zinnen und dort werde ich auch oben übernachten. Auf der Aronzo-Hütte habe ich mich einquartiert. Das heißt also, mein Vorhaben heute Abend beziehungsweise heute Nachmittag nochmal die drei Zinnen zu umrunden, den Sonnenuntergang mitzunehmen und dann am nächsten Morgen den Sonnenaufgang mitzunehmen. Wünscht mir Glück, das gibt es aber dann im zweiten Teil.
Ja Leute, also was soll ich sagen? Ich bin jetzt an meinem zweiten Spot angekommen, an dem Wahrzeichen der, ja, an dem Wahrzeichen der Dolomiten, und zwar an den drei Zinnen. Ich habe mich heute Nacht hier oben einquartiert in der Auronzo-Hütte, Rifugio Auronzo. Ja, und eigentlich war der Plan, dass ich jetzt heute nochmal schön zur Dreizinnenhütte wandere. Also, dass ich heute Nachmittag den Rundweg um die Dreizinnen mache. Da dauert so 3 bis 4 Stunden. Ja, und nach ein paar schönen Fotospots Ausschau halte. Und vielleicht auch nochmal den Sonnenuntergang irgendwie nice fotografiere. Aber ihr seht, es sieht aktuell nicht so gut aus. Es regnet, es ist kalt, wir haben 5 Grad, es ist windig. Ja, also perfektes Wetter, würde ich mal sagen. Der einzige Vorteil ist, ich bin hier komplett alleine, ja. Also, ich glaube, hier ist kein Mensch jetzt heute. Aber, ja, ist ja nicht schlimm. Ich habe mir aber gedacht, bevor ich jetzt heute Nachmittag hier im Bett auf dem Zimmer rumliege, werde ich dann noch ein bisschen weiter gehen. Vielleicht sieht es ja morgen früh tatsächlich besser aus. Ich werde jetzt Richtung Langalm marschieren. Das ist circa eine halbe Stunde Fußmarsch. Boah. Und dort sind so ein paar kleine Seen, die, ja, die fand ich sehr interessant. Wichtig hier heute, ich habe meinen Rucksack und mich eingepackt. Ich bin relativ wetterfest. Ich mache mal die Linse etwas sauber. Ich bin relativ wetterfest. Naja, ansonsten habe ich ja Wechselklamotten dabei. Alles gut. Also, komm mit. Boah, da fliegt mir noch glatt die Kapuze weg hier. So, also ich bin jetzt 20 Minuten unterwegs und was ich auf jeden Fall für morgen schon mal weiß, ist Wanderstöcke mitnehmen. Ist teilweise ein bisschen glitschig hier und es geht ein bisschen auf und ab, aber ansonsten ist der Weg einigermaßen in Ordnung. Ich hatte ja zuerst geplant, hier mit dem Fahrrad herzufahren, aber erstens würde ich das nie machen und zweitens ist ja auch ein Radfahrverbot, was auch total Sinn macht. Also ich gehe weiter. So, da sind wir. Also an diesem See oder an dem nächsten See, hier sind zwei, wollte ich gerne vielleicht morgens oder abends, je nachdem wann es passt, eine schöne Spiegelung. Also ich wollte die drei Zinnen, dass die sich im Wasser spiegeln. Und naja gut, von den drei Zinnen ist jetzt nicht viel zu sehen. Das Wasser ist extrem unruhig, weil es natürlich gerade regnet, aber mei, so ist es halt gerade, ne? Man kann es nicht ändern. Würde ich denn die drei Zinnen draufkriegen? Ja. Also ich würde sie draufkriegen. Ja, glaube ich jedenfalls. Ich weiß ja nicht, wie hoch sie sind. Mit dem See. Aber es ändert sich ständig hier das Wetter. Also es zieht die ganze Zeit auf und ab, ne? Also manchmal kommen Wolken, dann fängt es wieder mehr an zu regnen, dann wieder nicht. So ist es halt in den Bergen. Und deswegen habe ich auch noch die Hoffnung, dass es vielleicht noch ein bisschen aufzieht. Eben hatte ich mal ein ganz, ganz kleines Fenster
wo ich quasi im Schatten der drei Zinnen stand. Da war es windstill und die Sonne ist mal rausgekommen. Also richtig cool. Ich werde jetzt hier noch mal ein bisschen gucken, so nach Perspektiven. Weil sollte es morgen früh etwas besser sein, wäre das natürlich eine Alternative. Schauen wir mal. So, ich habe es jetzt doch gemacht, Leute. Ich bin jetzt doch weitergegangen für die komplette Umrundung. Sah wettertechnisch ganz gut aus, aber wie es halt manchmal so ist, ne? Krass. Sieht aus, als wenn hier die Welt untergeht. Ich habe seit einer Stunde keinen Menschen mehr gesehen. Es schüttet wie aus Eimern. Ich bin so nass. Aber geil. Und Leute, das Ziel, was ich eigentlich heute Abend fotografieren wollte, das liegt jetzt ziemlich genau vor mir. Kann man die sehen? Es ist die 13-Nöte. Ah, da steht sie. Los geht's. So, ich bin angekommen, Leute. Schaut mal, die 13-Nöte, die kann man sogar sehen. Aber die drei Zinnen sieht man eigentlich nicht. Aber starkes Panorama. Ich gehe jetzt mal da rein und schaue mal, ob ich irgendwie was zu essen kriege. Over and out. So, jetzt habe ich es mir hier in der drei Zinnenhütte gemütlich gemacht und habe mir hier eine schöne Knödelsuppe zur Stärkung bzw. zum Wärmen besorgt. Ich werde jetzt hier circa noch eine halbe Stunde bleiben und dann ja, werde ich den Heimmarsch zur Oronzo-Hütte wieder antreten. Ich werde jetzt hier keine Fotos mehr machen, das macht keinen Sinn. Eventuell komme ich morgen Vormittag oder morgen Mittag nochmal hier vorbei und schaue mir das nochmal an, wenn das Wetter stimmt. Aber wenn es so bleibt, dann werde ich hier auf jeden Fall nicht mehr hingehen, beziehungsweise nicht mehr in die Richtung gehen. Leute, diese Viertelstunde, die ich jetzt da drin war, um zu essen, die hat sich doch nochmal gelohnt. Es ist zwar jetzt nicht sonnig geworden, aber wenigstens sehe ich die drei Zinnen und die Hütte und diesen anderen Berg. Ich weiß gar nicht, wie er heißt. Aber das ist doch mal mega, oder? Krass. Krasse Gegend, Leute. Na gut, also es wird jetzt kein mega Sonnenuntergangsshot hier, aber dafür ein schöner Moody Shot. Und hier unten sind auch so schöne zwei Seen, die werde ich mir jetzt auch mal anschauen.
Ja, guten Morgen, meine Lieben. So, als allererstes möchte ich mich entschuldigen, dass der erste Teil dieses Videos, dass der Ton da so schlecht war. Ich habe da gestern irgendwas verstellt bei dem Wind und das ist mir erst aufgefallen, als ich dann im Hotel war. Also nehmt es mir nicht übel. Jetzt sollte es auf jeden Fall deutlich besser sein. Und ja, was soll ich sagen? Heute Nacht, also ich war um 10 Uhr im Bett, bin um 3 Uhr aufgewacht. Ich konnte nicht mehr schlafen. Und es hat geregnet. Ich habe rausgeschaut aus dem Fenster. Es war total regnerisch und ja, extrem bewölkt. Ich muss mal gerade hier die Kamera umstellen. Ich bin nämlich gerade schon am Fotos machen. Extrem bewölkt. Ja. Und es war extrem bewölkt und es hat geregnet und es war arschkalt und ich habe gefroren. Und ich war ja so durchgenässt gestern Abend, das war ja schon nicht mehr feierlich, mach mal so, dass ich eigentlich heute Morgen nicht los wollte. Also mein Plan war jetzt heute Morgen frühstücken zu gehen, ne, und so weiter. Aber ich bin um 5:30 dann nochmal zum Fenster gegangen und Leute, ey, das sah so fett aus, ohne Scheiß. Und genauso sieht es jetzt auch aus. Ich bin also los, eine Stunde hier den Berg wieder hoch. Ich habe mir jetzt einen anderen Spot ausgesucht. Und zwar war ich da gestern Abend beim Rückweg noch und habe ein paar Shots gemacht. Die sehen auch richtig cool aus, blende ich mal ein. Und ich habe mich jetzt hier in dieser Position wieder eingefunden, um ein nettes Foto zu machen. Und diese Einstellung und diesen Bildausschnitt, den zeige ich euch jetzt. Also Leute, schaut mal, so sieht gerade mein Bildaufbau aus. Ich bin jetzt bei Blende 8, ISO 100 und habe hier auf diese rechte Zinne fokussiert. Schaut euch mal diesen Himmel an, ey. Ist das nicht irre? Und was ich bei dieser Komposition hier sehr schön finde, ist, man sieht es vielleicht hier unten im Bild, ist so ein Weg, also diesen hier. Und den finde ich sehr gelungen, so als führende Linie. Alter, oh krass, ey. Also, so sah das gestern Abend aber nicht aus. Ist ja irre. Okay, Leute, Feuer frei. Woo! So, schaut mal Leute, ich habe jetzt meinen Verlaufsfilter drauf, nur ganz leicht. Ich wollte mal zeigen, was das hier bewirkt, wenn ich an dem Polfilter drehe. Schaut mal in den Himmel. Ist crazy, oder? Wie sich da die Wolken entspiegeln. Sieht ein bisschen fakey aus, aber gut, ich mache beide Bilder und dann schaue ich mir die zu Hause bzw. im Hotel mal an, welches mir dann besser gefällt. Habe ich mal meinen ND 1000-fach aufgezogen und mache eine Langzeitbelichtung. Ich habe jetzt mal 1,5 Minuten über den Bulb-Modus belichtet. Schauen wir uns mal an. Ja, also ich glaube, ich finde Langzeitbelichtung hier oben gar nicht so geil. Ja, es ist übrigens so, dass ich mich hier bewusst auf den Boden gesetzt habe und zwar hinter diesen Stein. Weil sobald ich aufstehe, ist es extremst windig und wenn ich hier runtergehe, da ist wieder windstill. Also deutlich angenehmeres Arbeiten hier. Oh, jetzt sieht es gerade sehr, sehr schön aus. Die Bergspitzen werden jetzt zum ersten Mal von der Sonne geküsst. Schaut euch das mal an, wie schön das ausschaut. Ah, Leute, ey, und wir sind live dabei.
Oh Leute, es ist so arschkalt hier rum. Ey, ich habe hier diese Kapuze an, ich habe diese an und ich habe auch noch eine Mütze drunter. Ach, meine gefütterte Wanderhose ist leider klitschenass von gestern. So dass ich jetzt meine etwas dünnere Wanderhose angezogen habe. Also gute Klamotten sind auf jeden Fall das halbe Leben. Ja, das ist aber eigentlich jetzt hier der schönste Moment des Morgens, wenn die Sonne aufgeht, die Bergspitzen angestrahlt werden von der Sonne. Boah, was ist jetzt los? Da ist eine Wolke davor. Und was mir aufgefallen ist, dass es heute Nacht leicht geschneit hat. Also 2 Grad haben wir gerade. Heute Nacht wahrscheinlich irgendwie 0 bis 1 Grad. Und die Bergspitzen, also jedenfalls einige, schaut mal da hinten, die haben tatsächlich schon Schnee. Die sind schneebedeckt. Oh, sieht aber auch schön aus. Mach hier in die Richtung auch mal ein Foto. So, und dazu habe ich aber jetzt mal, habe ich jetzt aber mal auf mein Zoom-Objektiv 24 bis 105 umgespannt, um ein bisschen Detailaufnahmen hinten von diesem Nebel und von den verschneiten Berggipfeln aufzunehmen. Boah! Ey, geil! Ist das geil! Woo! Selten so was Schönes gesehen. Boah, ist es kalt. Ich bin jetzt auf Blende 11, ISO 100, 70 mm. Und ich hier wieder runter. Also, was habe ich übrigens heute dabei? Ja klar, mein Handy, Geld, Lampe, Stirnlampe habe ich dabei. Ich habe auch meine Drohne mit dabei, meine DJI Mavic Mini 2. Mein Weitwinkelobjektiv, das habe ich hier gerade ganz fachgerecht wieder reingestöpselt. Und ein paar Filter. Natürlich was zu trinken. Stativ. Canon EOS R. Und hier dieses schöne Standardobjektiv. So, während ich hier gerade mit euch gequatscht habe, ist hier gerade ein Wiesel an mir vorbeigelaufen. Ich glaube jedenfalls, dass es ein Wiesel war. Aber ich war nicht schnell genug zu schalten. Und ja, jetzt ist es wieder weg. Leute, ich werde jetzt hier oben meine Sachen zusammenpacken. Dann werde ich noch ein bisschen die Aussicht genießen. Ein bisschen was essen. Ich habe nämlich das Frühstück auf der Hütte leider verpasst. Deswegen habe ich mir hier so Vitalgebäck mitgebracht, damit ich wenigstens ein paar Kekse intus habe. Und ja, also das war's hier von den drei Zinnen. Gestern mit richtig moody Wetter, beschissen, nass, kalt. Naja, egal. Heute richtig, richtig, richtig geil. Perfekter Sonnenaufgang. Nebel im Tal. Cloudy. Farben. Ich bin very happy, ihr merkt's. Also Leute, was steht jetzt auf dem Programm? Ich werde jetzt, wenn ich wieder im Hotel bin, beziehungsweise auf meiner Hütte bin, meine Sachen packen und dann geht's weiter zu den Cinque Terre, also ganz bekannter Berg. Auch da habe ich mich wieder einquartiert und da schauen wir mal, was ich da zustande bekomme. Also ich wünsche euch allen einen schönen Tag. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Knips, knips.
Servus zusammen und herzlich willkommen zu Teil 3 meiner Dolomitenreise. Ja, ich habe mein Ziel erreicht. Ich bin angekommen an den Cinque Torri, also an den 5 Türmen heute. Eigentlich wollte ich nicht mehr rausgehen, weil es fängt schon wieder etwas an zu regnen. Und da meine Schuhe und meine Jacken noch von gestern nass sind und ich sonst keine Wechselklamotten dabei habe, werde ich mich hier heute sputen. Ich habe auch kein Stativ dabei, das heißt, heute geht es ausschließlich um Location Check. Ich war heute im Verlauf des Nachmittags noch am Passo di Giau. Das ist ja auch ein mega schönes Fotomotiv. Und da habe ich 2, 3 Bilder gemacht und eine richtig coole Drohnenaufnahme und die zeige ich euch jetzt. Ja, bevor ich gleich wieder in den nächsten Regenschauer komme, werde ich hier jetzt noch schnell mal versuchen, wie ich das am besten fotografiere und vor allem mit welchem Objektiv, weil wenn ich jetzt schon weiß, welches ich morgen früh brauche oder vorzugsweise brauche, dann muss ich nicht 2 hier hochschleppen. Ich habe jetzt mein 24 bis 105 noch drauf. Das würde so gerade gehen. Allerdings glaube ich, werde ich dann doch eher auf das weitwinklige Objektiv gehen, damit ich auch ein bisschen flexibler bin und auch ein bisschen von der Umgebung noch teilhaben kann. Ich gehe auch noch mal zum anderen Spot. Und schaut mal, so oder so ähnlich könnte jetzt der Spot entsprechend ausschauen. Oh, mein Handy liegt ja auch noch da. Ja, eigentlich schon mal ganz cool, die Aufnahme. Schöne Rahmung. Hier mit dem Stein. Cool. Boah, es zieht hier so richtig der Nebel rein. Krass. Boah. Schnell weiter. 2 Minuten später sieht die ganze Sache so aus. Vom Tower nichts mehr zu sehen. Ich werde jetzt mal darüber gehen. Vielleicht hat man von dort auch noch mal eine schöne Aussicht. Alles klärchen. So, das hier könnte der zweite Spot sein. Hier finde ich eigentlich die Straße ganz schön. Sieht auch nice aus. Und hier habe ich jetzt mal geschaut. Kann man das sehen? Hier habe ich jetzt mal geschaut mit der Fotopilz-App. Die Sonne wird da hinten circa um 7 Uhr hinter dem Berg hervorkommen. Das könnte eigentlich ganz gut passen, ne? Also, das heißt, 6:30 muss der Martin hier sein. So, oder wir nehmen hier den Stefan Wiesner Gedächtnisspot. Er war nämlich genau gestern hier an dieser Stelle, beziehungsweise heute Morgen. Und diese Perspektive gefällt mir ehrlich gesagt auch sehr gut. Vielleicht kriege ich beide hin, das wäre natürlich optimal. Ja, wo ich dann morgen früh hier am Start sein werde, das weiß ich selber noch nicht. Muss ich mir vielleicht nochmal in Ruhe im Hotel überlegen. Ich mache das immer so, dass ich, wenn ich vorab an dem Spot schon mal Ausschau gehalten habe, ein bisschen recherchiere, dann mache ich mit dem Handy ein paar Bilder und schaue mir das dann später nochmal an. Und da treffe ich dann meistens meine Entscheidung, wo ich zuerst hingehe. Ja, also ich würde sagen, ich mache jetzt hier vielleicht noch 2, 3 Moody Shots. Aber ihr seid morgen früh wieder dabei, also bleibt dran.
Ja, guten Morgen zusammen. Also, ich bin jetzt wieder hier am Start. Möchte heute Morgen zu den 5 Tori hochfahren. Und wir haben jetzt 5.30 Uhr. Es ist echt noch nicht schön. Also es ist sehr neblig, beziehungsweise stark bewölkt. Und es ist noch so eine feuchte Luft. Ja. Aber ich werde es trotzdem riskieren, weil in 1,5 Stunden kann sich ja hier total viel ändern. Ne? Also bin noch ein bisschen müde, aber jetzt geht's wieder los. Fotos machen. Schöne Fotos machen. Servus Leute, also wir haben jetzt circa 1 Stunde später. Ich habe mit dem Aufstieg heute Morgen ein bisschen länger gebraucht wie gestern Abend. Ich weiß nicht, woran es liegt, ob ich einfach müde bin oder ja, ob ich jetzt volles Gepäck dabei habe, kann ich gar nicht genau sagen. Aber ich bin jetzt auf jeden Fall oben und habe mich für den, für die Position Nummer 2 entschieden, also die zweite Aussicht. Und zwar, weil ich das hier total schön finde mit diesem Rot unten, ja, mit diesem roten Blüten oder diesem roten Kraut im Bild und den Weg hier unten rechts, der schlängelt sich so schön. Also Bedingungen sehen gerade ganz gut aus. Es ist jetzt ein bisschen aufgebrochen. Man sieht auch schon die Bergspitzen ringsherum. Die sind schon alle sichtbar. Ja, mega. Also ich glaube, das könnte heute wirklich was werden. Und ich habe jetzt mal meine Bildkomposition folgendermaßen hier eingestellt. Ah, kann man es erkennen, Leute. Was ist denn hier los? Und zwar sieht man, dass ich hier unten die Blumen mit in den Vordergrund eingenommen habe. Der Weg schlängelt sich von rechts ins Bild und die Tore, oder die 5 Türme, sind oben links im Drittel quasi. Also genauso möchte ich es haben. Und jetzt warte ich hier, bis dann nachher die Sonne aufgeht. Die wird ja irgendwo hier aufgehen. Also ich glaube, das könnte ganz schön werden. Alleine bin ich hier oben nicht. Also es ist nicht so wie gestern. Man sieht, da hinten scheint anscheinend der beliebteste Fotospot zu sein. Also sind bestimmt schon 10 Leute unterwegs. Da bin ich ganz froh, dass ich hier meine Ruhe habe. Jetzt hatte ich gerade schon Sorge, weil hier der Funkempfänger von meinem Mikrofon leer war. Aber ich habe natürlich meine Powerbank dabei, sodass ich auch den Funkempfänger laden kann, beziehungsweise nutzen kann. Wow, ist das schön gerade. Boah. So, und wie gestern schon angedeutet, habe ich jetzt heute nur ein Objektiv mit dabei. Und zwar habe ich jetzt auf mein Weitwinkelobjektiv gesetzt, 15 bis 35. Damit bin ich einfach am flexibelsten. Ich zeige es euch mal. Also ihr seht, damit könnte ich theoretisch auch eine schöne Nahaufnahme machen oder etwas näher machen. Ich kann aber auch diesen Gesamtbereich abdecken. Also, damit bist du hier oben auf jeden Fall gut aufgestellt. So, schauen wir mal. Der Himmel wird schon langsam etwas farbig. Es kann sich nur noch um Minuten handeln, Leute. Und während sich natürlich alle hier in diese Richtung konzentrieren, weil es einfach das schönere Motiv ist, guck mal, wie schön da hinten sich der Himmel verfärbt. Ey. Ist das nicht gigantisch? Wow, und der Nebel. Das ist wieder eine ganz, ganz schöne Stimmung hier oben. Und der Berg ist auch klasse. Ja. Da hinten ist immer noch Party. Ich werde jetzt schon mal vorsichtshalber auf meinen Filterhalter umsteigen. Habe jetzt nur den Polfilter drauf, der bewirkt aber ehrlich gesagt gerade noch nicht allzu viel. Aber wer weiß, wie sich das gleich im Himmel entwickelt. Vielleicht brauche ich da den Verlaufsfilter. Liegt alles schon parat.
Also ich bin startklar, es kann jetzt losgehen. Nochmal durchatmen. Ruhe genießen. Und dann kann es losgehen, Leute. Wow! Boah! Schaut euch das mal an, ey. Ist das nicht gigantisch? Was für tolle Farben, oder? Wow! Da werde ich jetzt auch direkt mal draufhalten. Sowas muss man auf jeden Fall mitnehmen. Weil da muss man halt die Kamera mal umdrehen. Und schaut mal da oben. Auf dem Berg, da ist eine Hütte. Das ist ja stark. Die wird auch schon angeleuchtet. Denen ist bestimmt nicht so kalt bei mir wie mir. 2 Grad hat es gerade angezeigt. Es ist jetzt eigentlich eine ganz spannende Phase gerade. Also wenn man jetzt hier oben so steht und wartet und hinter mir die Berge schon richtig schön angestrahlt werden, also richtiges Glühen kann man fast sagen, ist es hinter den Cinque Torre noch total neblig und verhangen. Die Sonne wird sich aber hoffentlich, die wird sich auf jeden Fall da durchkämpfen. Also da kann man auf jeden Fall von ausgehen. Ich habe ja sehr, sehr oft Wetterglück, da bin ich auch unglaublich dankbar für und genauso wird es auch heute sein. Gestern Abend moody Stimmung hier an den Cinque Torre, heute Sonnenaufgangsstimmung. Alles klar, Leute, jetzt ist der Moment gekommen, die Sonne ist gerade rausgekommen und zwar genau hinter diesem Wolkenband. Yes, jetzt geht's los, Feuer frei. Ich habe jetzt auf Blende 20 gestellt, weil ich mir hoffe, dass ich hier so einen kleinen Sonnenstern... Wow. Ja, das habe ich nicht nur gehofft, es hat sogar geklappt, Leute. Ein Sonnenstern über der Wolke. Ich werde irre, ich werde irre. Und spätestens jetzt hat sich es ausgemacht, dass ich hier in diesem Spot bin, weil die roten Blumen, ich gehe jetzt mal ganz, ganz bodennah, fotografiere aus der Hand. Leute. Das ist so fett. Diese roten Blumen hier vorne in dem Vordergrund, die machen sich so unglaublich schön. Ah, der Lift geht an. Ist das geil. Oh, ist das stark, Leute. Ich bin so happy gerade. Kann man sich gar nicht vorstellen. Ich mache jetzt hier noch ein paar schöne Shots aus der Hand. So, Blende 8. Ach, ISO 100. Ist das geil. Und wir durften das erleben. Also ich durfte es erleben, aber ihr durftet dabei sein. Das ist ja auch mal ganz schön, oder? Und ich freue mich, dass ich hier oben nicht so alleine bin, wenn ich mit der Kamera quatsche. Das ist total verrückt. Das ist wirklich verrückt. Das ist wunderschön. Wie sich der kleine Weg hier unten schlängelt. Die Blumen jetzt noch im Morgentau. Alles noch nass. Meine Mütze ist übrigens auch nass. Der Berg. Irre.
Jetzt bräuchte ich wahrscheinlich eher einen Weitwinkel. Aber gut, das kriege ich auch so hin. Super. So, ja, das war es eigentlich schon. Ne? Ich werde jetzt vielleicht nochmal die Position wechseln. Ich hätte jetzt mal zum Stefan Wiesner Gedächtnisspot gehen, da wo der war. Mal schauen, was da so zu holen ist. Freue ich mich schon drauf. Also komm mit. So, ich habe jetzt hier nochmal die Position gewechselt. Und zwar bin ich jetzt ein bisschen weiter in den Schatten gegangen, damit ich hier die Sonne, wenn sie um die Ecke kommt, nochmal erwische. Das Ganze hat wirklich eine ganz, ganz mystische Stimmung, weil hier unten ist eigentlich alles klar und da oben der Berg ist komplett im Nebel und das sieht richtig, richtig fett aus. Ich habe jetzt trotzdem mal auf Blende 20 gestellt, ISO 100. Ja, jetzt kommt die Sonne rum. Boom! Das hat aber auch eine ganz besondere Stimmung, ey. Krass. Ist das cool. Jetzt kommt die Sonne ums Eck. Schaut mal, hier stehe ich noch im Schatten. Hier stehe ich schon in der Sonne. Schatten. Sonne. Brutal schön. Fantastisch. Fantastisch, Leute. Ja, ihr Lieben, was für ein gigantischer Morgen hier an den fünf Türmen oberhalb von Cortina. Boah, das sieht richtig schön aus, wie die Sonne da gerade hinten durchkommt. Ich bin unglaublich happy. Ich habe ja meine Stirnlampe noch an. Ich bin unglaublich happy, dass ich jetzt heute Morgen hier sein durfte und diesen wunderschönen Sonnenaufgang in Ruhe genießen konnte. Es war wirklich, wirklich echt schön und ich glaube und hoffe, dass da auch ein paar schöne Bilder bei entstanden sind. Also wenn dir das heute gefallen hat, Daumen nach oben, da freue ich mich natürlich. So, für mich war es das jetzt aber auch schon wieder. Ich werde jetzt runterfahren Richtung Hotel, vielleicht mal zum Frühstücken. Und ja, dann geht die Reise wieder weiter heute. Der nächste Spot steht auf dem Programm. Und zwar eigentlich mein Highlight der Reise, wenn man so möchte. Ich fahre jetzt zum Cecheda und dort werde ich mit dem Fahrrad hochfahren, mit meinem E-Mountainbike und ich werde auch oben übernachten. Das heißt, ich habe mir oben eine Hütte gebucht, die Regensburger Hütte und ich werde heute Abend den Sonnenuntergang und hoffentlich wieder morgen früh den Sonnenaufgang fotografieren. Also das wird sicherlich richtig cool. Freue mich, wenn du wieder dabei bist, aber für heute sage ich erstmal danke fürs Zuschauen und macht's gut hier aus dieser wunderschönen Dolomitenregion. Das noch und dann das Helm, Handschuhe, Mütze. Wo ist der Helm? Da ist er. Wasserflasche, Werkzeugtasche. Hoppala.
Ja, servus Leute, grüßt euch. Ja, Teil 4 meiner Reise hier in den Dolomiten geht weiter. Ich bin hier gerade in St. Ulrich angekommen, St. Ulrich am Grödnerjoch. Das ist mein Ausgangspunkt, um auf den Cedar zu fahren. Ich war ja letztes Jahr mit dem Fahrrad schon oben auf dem Cedar und habe 3 Stunden knapp gebraucht bis nach oben. Und auf der Hälfte des Weges habe ich einen schönen Parkplatz gesehen. Da habe ich mir schon gedacht, letztes Jahr, scheiße, hätte die Hälfte sparen können. Und heute habe ich es gepackt. Bin also jetzt hier auf einem Parkplatz oberhalb von St. Ulrich. Und ich denke, von hier sind es circa 1,5 Stunden mit dem Mountainbike bis zum Gipfel. Ich werde aber zwischendurch bei meiner Hütte einkehren, schon mal ein paar Sachen da lassen und ja, dann heute Abend nochmal zum Cedar weiterfahren. Ich stehe jetzt vor der großen Herausforderung. Ich möchte natürlich so wenig Gepäck wie möglich mitnehmen nach oben, weil alles, was ich mitnehme, muss ich halt auch auf dem Rücken tragen. Und deswegen eine Kamera, ein Objektiv, 15 bis 35. Das weiß ich deshalb, weil ich letztes Jahr ein anderes Objektiv dabei hatte und nicht glücklich war. Ich nehme alle Filter mit, ich nehme die Drohne mit. Ich nehme hier fürs Fahrrad ein bisschen Reparaturkit und Ersatzreifen mit. Verschiedene Ladekabel, Sonnencreme natürlich ganz wichtig, 2 Müsliriegel, eine Banane, ja, und natürlich ein paar Getränke. Muss jetzt mal gucken, wo ich meine Flasche habe. Stativ wollte ich eigentlich auch mitnehmen. Ich guck mal, ob das geht. Vielleicht kann ich das sogar hier irgendwie unten ans Fahrrad dran machen, hier mit dem Befestigungsmaterial. Also ich packe jetzt weiter zusammen und wir sehen uns gleich wieder. Yes, ich habe es geschafft. Ich bin tatsächlich angekommen hier oben auf der Hütte. Mir ist gerade eingefallen, ich habe mich versprochen, ich bin nicht auf der Regensburger Hütte, sondern ich bin auf der Vermeder Hütte heute Nacht. Ich habe mich deshalb für die Vermeder Hütte entschieden, weil die deutlich näher zum Gipfel ist. Also es ist zu Fuß ca. 45 Minuten, mit dem Fahrrad denke ich 25, 30 bergauf. Und das ist doch für morgen früh schon mal auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ich zeige euch mal das Zimmer, würde ich vorschlagen, falls euch das interessiert, hier auch mal auf dieser Hütte einzukehren. Ist zwar nicht ganz billig, kostet nur die Übernachtung roundabout 100 Euro. Mit Halbpension kostet es 140. Aber einmal sollte man das auf jeden Fall gemacht haben. Also so schaut es aus. Na, also schönes Zimmerchen. Sogar diesmal hier mit eigener Dusche und mit Toilette, das finde ich eigentlich auch ganz schön. Der Blick ist toll. Wir sehen hier hinten den, was ist es? Den Langkofel? Oder? Naja, ich weiß es gar nicht ganz genau, müsste ich mich nochmal mit beschäftigen. Und natürlich auf der anderen Seite, da kann man wunderbar, haltet euch fest, Leute, ist das cool. Den Cedar sehen. Und der beliebte Fotospot, der ist genau da oben. Da, wo der Lift endet. Da werde ich später dann nochmal hindüsen. Also ich würde sagen, kann man auf jeden Fall aushalten hier in der Hütte. Da ist auf jeden Fall alles schon mal gut vorbereitet für den heutigen Sunset-Shot und den morgigen Sonnenaufgang, hoffentlich wieder mit viel Glück. Es ist hier jetzt wolkenlos gemeldet für heute Abend, aber auch für morgen früh. Das ist natürlich ein bisschen schade, aber die Erfahrung der letzten Tage zeigt mir, dass wahrscheinlich im Tal doch Nebel zu sehen sein wird. Und ich glaube, das könnte auch ganz schön ausschauen, gerade zum Sonnenaufgang. Also da können wir gespannt sein. Ich melde mich dann später wieder. Ciao.
Hallihallo, servus. Ich bin jetzt hier am See Tscheda oben angekommen. Die Auffahrt mit meinem Bike hat ca. 30 Minuten gedauert von der Vermeda-Hütte. Ich zeige dir gleich mal, wo die in etwa ist. Und es ist wolkenloser Himmel. Ja gut, man kann ja nicht alles haben, aber heute Abend geht es ja eh darum, ein paar Test-Shootings oder ein paar Test-Shots zu machen und vielleicht auch eine Position zu suchen für morgen früh. Ich habe schon 1000 Bilder gesehen hier vom See Tscheda und die sind eigentlich alle immer von der gleichen Position, können wir sehen, die sind eigentlich immer von der gleichen Position aus geschossen. Und ich wollte jetzt heute Abend mal eine etwas andere Position aussuchen und die zeige ich euch jetzt. Also ihr Lieben, da unten sehen wir die Vermeda-Hütte, also nicht hier unten die zwei, auch nicht die eine, sondern diese da. Das ist die Vermeda-Hütte und dann bin ich hier den Weg hochgefahren, bla bla bla, da oben rum, bis zur Bergstation und jetzt diesen Weg hier wieder runter. Mein Bike steht hier und meine Kamera, die steht schon da, mitten auf dem Feld. Und ich habe mir jetzt heute gedacht, dass ich diesen kleinen Weg hier ein bisschen mit ins Bild einbauen möchte. Also sprich, dass der Weg quasi unten rechts ins Bild hineinläuft und dann See Tscheda mittig zu sehen ist, beziehungsweise oben links. Und das könnte ganz gut ausschauen. Ich bin gespannt, wie der Sonnenuntergang wird. Ich wünsche mir wenigstens, wenn schon keine Wolken da sind, mal ein paar, glühende Gipfel. Ja, aber auch in diese Richtung hier ist es wirklich zauberhaft. Also ich finde hier diese hügelige Landschaft und die Struktur der Berge, die macht sich nochmal extrem gut. Und deswegen werde ich jetzt die Zeit nutzen, bis der See Tscheda nicht mehr ganz so hell strahlt. Und hier in diese Richtung fotografieren. Und ich habe hier jetzt gerade eine einzige Blume gefunden auf diesem großen Feld hier. Nichts mehr mit Blumen, da bin ich zu spät im September. Eine einzige Blume gefunden und die möchte ich jetzt schön in Szene setzen. Ich nenne das Projekt The Lonely Flower. Einsame Blume, genau so soll es sein. Zack. Yes. Blende 8. Ich habe jetzt ISO 500 genommen, weil es doch recht windig ist und die Blume sich immer hin und her bewegt. Könnte natürlich auch die Blende öffnen, aber dann habe ich einen verschwommenen Hintergrund. Vielleicht sieht das auch gut aus. Komm, Blende 4. Und zack. Auch schön. Aber mit etwas schärferem Hintergrund gefällt es mir dann doch etwas besser. Cool. Es ist schon eine richtig tolle Gegend hier, muss man sagen. Boah, ist das ein Panorama. Das ist ja irre. Das sieht auch schön aus. Hier haben wir gerade. Wow. Diese Hütten. Und dahinter dieser Berg. Den kann man auch von der Seisalm super sehen, den Berg. Ich weiß immer noch nicht, wie er heißt. Feuerfrei. Ich habe den Verlaufsfilter wieder drauf, weil der Himmel natürlich extrem brutal hell ist. Und was wichtig ist, ich fokussiere jetzt auf den Berg und habe auch die Belichtungskorrektur so eingestellt. Das heißt, hier unten der Vordergrund ist jetzt etwas dunkler. Ich zeige euch das mal. So sieht hier gerade der Bildausschnitt aus, so in etwa. Und fokussiert habe ich auf die Bergspitzen und habe hier unten relativ dunkel gelassen. Das kann ich dann noch nachträglich etwas aufhellen, indem ich die Tiefen aufhelle. Aber genauso wird das Bild jetzt ausschauen. Ich finde ganz cool hier rechts diese Straße, die ins Bild hineinführt. Aber der Fokus liegt natürlich hier hinten auf diesen Brocken. Mega fett. Thank you.
Ja, und das Cicada, der strahlt immer noch in die Wette. Ja, was soll ich sagen? Also mittlerweile sieht es doch wieder, ja, oder sieht es doch deutlich besser aus. Jetzt ist wirklich nur noch da oben dieser Bereich in der Sonne. Oh, krass. Und auch hier neigt sich langsam, ja, das Sonnenlicht dem Ende entgegen. So, ja, ich denke in 10 bis 15 Minuten ist es dann soweit. Ich mache jetzt schon mal ein paar Shots und dann möchte ich noch ein Stückchen weiter runtergehen, dass ich den Weg noch mal ein bisschen besser mit einarbeiten kann. Genau, ich bin jetzt noch ein Stückchen weiter runtergegangen und habe jetzt wirklich die Perspektive so gewählt, dass der Weg hier unten rechts ins Bild hineinläuft. Jetzt ist es schon rum. Jetzt kann ich nur noch warten, bis die Wolken sich vielleicht noch ein bisschen, ein kleines bisschen verfärben und dann werde ich die Heimreise bzw. den Weg zur Familienhütte antreten. Jackpot, Leute! Doch noch mal ein bisschen Farbe am Himmel. Ach, geil! Also ich glaube, das wird tatsächlich das Bild des Abends. Das sieht wirklich so, so schön aus. Mega. Bild ist im Kasten. Ich mache mich wieder auf den Weg. Also das ist doch mega geil gewesen jetzt. Hat sich auf jeden Fall gelohnt hier am Cicada. Bleibt dran, ich bin dann wieder am Start. Und ja, schauen wir mal, was morgen so rauszuholen ist aus dem Himmel. Also macht's gut. Ciao, ciao. Schönen guten Morgen zusammen. Wir haben 5.30 Uhr. Ich bin schon wieder am Start. Ich werde mich jetzt gleich aufs Rad schwingen und zum Gipfel des Cicedas fahren. Ich bin gespannt, wie die Wetterbedingungen heute sind. Ich habe gerade mal aus dem Fenster geschaut. Es sieht sehr klar aus. Wir haben noch Vollmond. Deswegen ist ganz gut. Muss ich nicht im Stockdüsteren nach oben radeln. Ich habe zwar eine Lampe dabei, aber ja. Ein bisschen Mondschein ist dann auch nicht verkehrt. Also ich mache mich jetzt auf den Weg nach oben und ich hoffe, dass ich irgendwie ein bisschen Nebel oder sonstige Wolkenfelder noch einfangen kann. Also bis später. So, servus nochmal. Ich habe jetzt 40 Minuten gebraucht, mit meinem Rad wieder 10 Minuten länger als gestern Abend, bis hier zum Top. Hier seht ihr den Cicada, beziehungsweise ich stehe ja gerade auf dem Cicada. Und das sieht sehr vielversprechend aus. Es ist jetzt doch ein bisschen bewölkt und ich glaube, es kann heute was werden. Jetzt heißt es, die richtige Position zu finden. Das ist hier oben gar nicht so einfach. Es gibt natürlich so ein paar, klassische Perspektiven. Ich habe ja gestern ein bisschen was anderes geshootet, ein bisschen, ja, eine andere Perspektive gesucht. Boah, ist das kalt hier. Und jetzt werde ich aber den Klassiker machen mit hoffentlich einem schönen Sonnenaufgang. Also, komm mit. So, ich habe jetzt hier meine klassische Aussicht gefunden auf dieses typische Cicada-Panorama mit dieser flach abfallenden Wiese hier vorne, den atemberaubenden Zacken. Das sieht schon sehr beeindruckend aus.
Der Himmel ist jetzt schon leicht verfärbt. 20 vor 7, 20 Minuten Sonnenaufgang. Kein Nebel, dafür ja eigentlich ein ganz schöner Himmel, ganz schön bedeckt. Aber ich glaube, da hinten ist so ein leichtes Fenster, wo die Sonne dann auch durchkommen kann. Also echt schön. Man muss hier ein bisschen aufpassen, nicht zu nah hier an den Abgrund gehen. Ich stehe mal auf, weil, naja, das ist nicht so witzig, wenn man da runterfällt. Deswegen hier, ich habe mir eine flache Position ausgesucht, habe mein Stativ auch sehr breit gestellt, weil es doch sehr windig ist, dass hier nichts passieren kann. Also, los geht's. Also wie man hier sehr schön erkennen kann, soll die Sonne um 6.59 Uhr genau hinter der rechten Spitze aufgehen. Schauen wir mal, ne? Aktuell sieht es jetzt doch sehr wolkig aus. Vielleicht haben wir ein bisschen Glück, wir haben jetzt 6.45 Uhr, also Viertelstündchen ist noch Zeit. Leco mio, ist das kalt hier. Leute, ey, ich habe mich so schön eingepackt, aber arschkalt, echt. Ja, es sieht gerade nicht gut aus. Also es ist ein richtig dickes Wolkenband vor der Sonne. Und es gab bis jetzt auch noch keine Verfärbung. Also in den anderen Richtungen, hinter mir zum Beispiel, sieht es eigentlich viel schöner aus. Aber Richtung Cecheda sieht es ziemlich grau. Ja, wobei, da oben kommt so ein kleines Fenster jetzt gerade durch. Ja, wir bleiben da, wir halten durch. Ja, heute lässt mich der Wettergott dann doch ein bisschen im Stich. Sieht gerade nicht so schön aus. Oder immer noch nicht so schön, immer noch sehr bewölkt. Die Sonne hat sich auch um 7:30 noch nicht blicken lassen. Mir ist arschkalt und deswegen werde ich wahrscheinlich jetzt so langsam die Fahrt nach unten antreten. 7 Minuten habe ich gestern gebraucht. Ist echt heftig. Ich glaube, es sind trotzdem ein paar coole Bilder entstanden. Da lässt sich einiges raus machen. Da bin ich mir ziemlich, ziemlich sicher. Ich freue mich natürlich, dass du heute hier dran geblieben bist bei dem Video. Gestern Abend war ja mega stark hier der Sonnenuntergang am Cecheda. Und auch der Sonnenaufgang war auf jeden Fall eine tolle Erfahrung, eine tolle Stimmung. Ich würde fast sagen, ein tolles Abenteuer. Ich mache mir mal hier diese Mütze aus dem Gesicht, damit man mich etwas besser sehen kann. Also vielen Dank, dass du heute dran geblieben bist. Meine Reise geht natürlich weiter. Allerdings ist jetzt der, ich sage jetzt mal, alpine Part meiner Reise abgeschlossen. Die letzten 4 Tage war ich ja wirklich auf Gipfeln unterwegs, im Gebirge wirklich weit oben, jeden Morgen früh hochgewandert. Und das hat jetzt ein Ende. Ich werde jetzt weiterfahren zur Seiser Alm. Ach, das ist eigentlich auch einer meiner Lieblingsspots. Und da habe ich auch noch einiges auf dem Programmzettel. Natürlich die Seiser Alm, Sonnenauf, Sonnenuntergang, foggy, nebelig, das wäre natürlich stark. Möchte aber auch nochmal zum Lago di Carezza, zum Carasee, ja, und noch vielleicht Val de Funes, diese wunderschöne Kirche, möchte ich auch nochmal fotografieren und mal schauen, was sonst noch so geht. Also da wird es auch noch einen 5. Part geben. Freue mich, wie gesagt, dass ihr dabei seid. Und ja, für mich war es das jetzt hier erstmal. Ich sage schöne Grüße hier vom Cecheda, 2500 Meter, Eiseskälte, arschkalt. Aber das war's wert. Mach's gut. Ciao. We'll be right back.
Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Willkommen zu Part 5 meiner Dolomitenreise. Ich bin auf der Seiser Alm angekommen, habe mir hier eine Unterkunft in der Nähe von Seis bzw. von der Seiser Alm gesucht und werde von hier aus die Seiser Alm unsicher machen und schöne Fotos machen hoffentlich. Leute, was ich als erstes sagen will, ich war gestern Abend schon mal hier, allerdings ohne Kamera, weil es sah extrem bewölkt aus. Es war total bedeckt, grauer Himmel und ich dachte, es lohnt sich eh nicht. Ich suche einfach nur mal so nach ein paar schönen Spots. Und alter Schwede, also was ich da gesehen habe gestern Abend, das hat mich tatsächlich aus allen Socken gehauen. Und zwar war es so ein krasser Sonnenuntergang, sowas habe ich schon lange nicht mehr gesehen, wenn überhaupt. Ja, also es war wirklich, wirklich heftig. Der Himmel hat gebrannt und es hat einfach alles gepasst. Also Vordergrund ein paar Blümchen, der Himmel hat gebrannt und es sah einfach mega geil aus. Naja gut, heute Morgen bin ich also wieder hier, früh aufgestanden, 5.30 Uhr und ab auf die Alm. Ich bin natürlich mit meinem Fahrrad unterwegs, mit meinem Bike und somit erreiche ich natürlich dann auch jeden Spot etwas schneller und habe eine bessere Flexibilität. Ja, und diese Flexibilität hat mir tatsächlich auch heute Morgen geholfen und zwar auf der Suche nach dem perfekten Fotospot. Ihr seht, es ist wolkenlos, also wir haben kein Wölkchen am Himmel. Das heißt, ich werde heute nicht diese klassische Ansicht, also den klassischen Spot wählen, weil da einfach der Himmel unglaublich langweilig ausschaut. Ja, das gefällt mir nicht. Und deswegen war ich auf der Suche nach einem coolen Vordergrund, nach einer Brücke, nach einem Bach oder auch nach einem Zaun. Und das finde ich richtig cool als führende Linie. Und das versuche ich jetzt heute hier in mein Sonnenaufgangsbild mit zu integrieren. Da wünsche ich euch viel Spaß bei. Also ich zeige euch jetzt mal, wie ich das Ganze angehe. Ciao. Ja, jetzt war ich hier gestern Abend mit meinem Weitwinkelobjektiv unterwegs. Und da habe ich gemerkt, ich fotografiere immer so auf Brennweite 24, 30, 35. Und deswegen habe ich mich heute Morgen dazu entschieden, das etwas leichtere Standardobjektiv mitzubringen. 24 bis 105. Ja, und jetzt stehe ich hier relativ nah dran. Hätte ich mal besser doch das Weitwinkelobjektiv mitgenommen. Dafür habe ich aber mein Telezoom dabei, bis 400 mm Brennweite. Das habe ich deshalb gemacht, weil hier hinter mir relativ oft Nebel zu sehen ist am Morgen. Und da habe ich eigentlich drauf spekuliert, dass hier vielleicht so ein einzelner Baum im Nebel steht und ich den dann richtig schön anpeilen kann und fokussieren kann mit dem Telezoom. Aber gut, kein Nebel, keine Wolken, da müssen wir jetzt erfinderisch werden, aber das klappt auch so. Ich fange jetzt natürlich an, wieder mein Filtersystem aufzubauen. Ich zeige es mal. Ich habe ja das Nisi V6 Filterhaltersystem und da gibt es einen Adapterring für das Standardobjektiv. Erstmal den Adapterring drauf und dann wie gewohnt den Filterhalter einfach aufspannen und los geht's. Und hier können wir jetzt schon mal den ersten Blick erhaschen, wie meine Bildkomposition ausschauen soll. Also ganz klassisch hier, richtig cool, den Zaun, den Holzzaun ins Bild laufen. Die Hütte relativ mittig fokussiert und dahinter dieses wunderbare Bergmassiv, das wir ja auch schon vom Cicheda gesehen haben. Ich sehe gerade, das wäre auch eine schöne Querformat-Variante. Das werde ich dann sicherlich auch mal machen. Ich habe meine Filtertasche hier von Lowe Pro schön aufgehangen. Damit habe ich alle Filter hier sichtbar und kann sie eigentlich relativ gut und sicher auch verwenden. Wenn euch interessiert, welche Filtertasche das ist, soll keine Werbung sein, aber ich habe mein gesamtes Equipment in der Videobeschreibung hinterlegt. Und wenn ihr über diese Links was kauft, dann bekomme ich tatsächlich auch eine kleine Provision. Also vielen Dank schon mal. Ich habe mich tatsächlich auch deshalb dazu entschieden, heute Morgen hier unten zu shooten. Das ist etwas weiter unterhalb von dem
ja, beliebten, bekannten Spot, weil es ja einfach auch viel, viel ruhiger ist. Also ich bin ja mit dem Bike gekommen, bin 5.15 Uhr dann ab Kompatsch ja, losgefahren. Und das ist natürlich das Tolle mit dem Bike. Der Fußweg hierhin ist so 40 bis 45 Minuten. Mit dem Bike schaffst du das halt in 10 Minuten. Auch für den Rückweg ist das dann ganz angenehm. Ja, und auf jeden Fall bin ich oben an dem beliebten Spot, der ist so hinter diesem Hügel hier oben, vorbeigefahren. Und da standen, glaube ich, schon 10 Fotografen, mindestens, wenn nicht sogar mehr. Und ich gehe ehrlich gesagt gerne auch gerade am Morgen so der Menge, der Crowd aus dem Weg, weil ich einfach diese wunderschöne Stimmung genießen möchte. Und ich finde, das macht auch das Fotografieren aus. Klar, auch der Austausch, den finde ich extrem wichtig. Und es macht auch immer Spaß, neue Leute kennenzulernen. Aber so gerade am Morgen, wenn man die Ruhe noch genießen kann und ja quasi der Tag gerade startet, da habe ich es auch ehrlich gesagt gerne mal allein. Wie geht's euch denn? Seid ihr lieber allein beim Fotografieren oder seid ihr lieber in Gesellschaft unterwegs? Das würde mich mal interessieren. Also schreibt es doch mal bitte in die Kommentare. Ja, und man sieht auch hier, Planung ist das halbe Leben mit der App. Man kann relativ gut erkennen, dass die Sonne ja zwischen 7 und 8, da wo der Punkt ist, hinten über den Berg gehen wird. Also ich denke, 7.30 Uhr wird soweit sein. Aktuell haben wir 7 Uhr. So, halbe Stündchen jetzt hier noch aushalten, vielleicht doch noch mal ein bisschen an der Perspektive verändern. Wobei, ne, die habe ich eigentlich gefunden. Bin jetzt mal schon mal auf Querformat gegangen, weil ich im Hochkantformat nicht die aufgehende Sonne hinten mit drauf habe. Und da hätte ich schon gerne einen kleinen Stern und nachher werde ich dann auf Hochkant umstellen. Ja, so 7.10 Uhr, die ersten Sonnenstrahlen treffen dort hinten schon auf die Bergspitzen. Ich denke, es wird jetzt nur noch eine Frage von Sekunden sein, bis diese Bergspitze hier angeleuchtet sein wird. Und was besonders schön ist, wenn die ersten Sonnenstrahlen hier auf dieses hügelige Land treffen. Na, das macht ein ganz schönes Spiel aus Licht und Schatten. Das ist wirklich wunderschön. Ich stehe übrigens an der Quelle Fontana, beziehungsweise Fontana bedeutet ja Quelle, also Quelle, Fontana, Fontana. Also leicht oberhalb von mir ist die Sonne schon eingetroffen. So langsam wird sie auch ein bisschen heller, aber noch ist sie nicht drüber, die Sonne. Also ich denke, es dauert noch ein paar Minütchen und dann haben wir es. Ich finde hier besonders schön, dass ja, hier die Wiese, die ist echt noch gefroren. Also richtig, ist nicht nur Tau, sondern ist tatsächlich echt gefroren. Ne? Sieht richtig schön aus. Yes! Yes! Ja! Leute, wie geil! Jetzt. Die Sonne kommt gerade über den Hügel, man sieht es auch richtig, es wird warm. Sonnenstern funktioniert, Blende 18, ISO 100. Boah, das sieht so krass gut aus. Mega. Krasse Stimmung. Krasse Stimmung, Leute, ey. Ich probiere es jetzt mal. Nochmal anhand des Sounds, vielleicht so. Ah, nee. Nee, das gefällt mir nicht. Vielleicht so. Ja, cool.
Also ihr Lieben, das war's schon wieder hier von der Seise Alm morgens, am frühen Morgen. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen die wunderschöne Natur genießen, ein bisschen mit dem Radl fahren, bevor es dann gleich zum Frühstück geht. Ja, wir haben jetzt 7:45, also der ganze Spaß hat jetzt eine Viertelstunde quasi gedauert. Ich habe aber wirklich das Bild, was ich machen wollte, auch im Kasten. Und das war mir besonders wichtig, dass ich dieses eine Bild, das habe ich nämlich schon mal irgendwo gesehen, dass ich das auch im Kasten habe mit diesem wunderschönen Zaun. Also ihr durftet live dabei sein an diesem wunderschönen Morgen hier auf der Seiser Alm. Boah, krass. Und die Sonne, die tut jetzt richtig gut. Es war nämlich wirklich kalt heute Morgen mal wieder. Mit dem Fahrrad ist das Ganze ja noch mal kälter. Ich werde jetzt noch 2-3 Tage hier auf der Seiser Alm bleiben. Werde sicherlich noch mal hier oben hinkommen. Werde auch noch mal ein paar andere Spots hier in den Dolomiten besuchen. Vielleicht Lago di Carezza, Val di Funes und Geißleralm steht bei mir eigentlich auch noch auf dem Programm. Muss ich mal schauen, was ich schaffe. Jetzt beginnt für mich der Urlaub. Ich habe ja 5 abenteuerliche Tage hinter mir, viel fotografiert, jeden Morgen 5 Uhr raus, jeden Abend quasi auch wieder vor der Linse. Und das hat Spuren hinterlassen, ich bin echt müde. Ja, und jetzt gönne ich mir mal so eine kleine Auszeit und genieße meinen Urlaub hier an der Seiser Alm. Und das tut jetzt, glaube ich, auch mal ganz gut. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr dabei gewesen seid, dass ihr bei der Serie quasi dabei gewesen seid. Falls ihr die anderen Videos hier aus den Dolomiten noch nicht gesehen habt, dann schaut euch die an. Da sind unglaublich schöne Bilder entstanden. Also sei es am Praxer Wildsee, sei es an den Drei Zinnen oder Ceceda oder Cinque Torre. Also wirklich, da waren wirklich ein paar ganz, ganz tolle Motive und Stimmungen mit dabei. Wenn dir das Video gefallen hat, wenn dir die Videos gefallen haben, dann freue ich mich natürlich über den Daumen in diese Richtung. Wenn du den Kanal noch nicht abonnierst, freue ich mich natürlich darüber auch sehr. Ich kann jetzt eigentlich nur noch sagen, passt alle auf euch auf, bleibt vor allem gesund, gut Licht natürlich. Und wir sehen uns auf jeden Fall bald wieder. Ich wünsche euch hier schöne Grüße von der Seiser Alm. Ciao ragazzi.